So, ich bin ein Fähigkeitspunkt. Okay, aber was bringt mir das? Und dann geht das nach oben, okay. Gut. Okay. Gut. Alter. Gott sei Dank. Man muss die sogar runter, Alter. Ich dachte, das ist ein Op. Also, es ist. Ich weiß nicht. Ich dachte, es ist halt optional, dass man hier runter kann, aber. So. Viel zu einfach. Ich weiß nicht, wie ich den Hebel benutze. Dachte ich mir fast. Der Schalter macht überhaupt nichts. Es klingt, als würde er klemmen. Hm, er klemmt auch. So, jetzt aber. Und... sehr schön. Ah, ich will nicht runter. Oh Gott. Alter, was ist hier? Oh nein, müssen wir schon wieder durch eine Schmiede? Wie soll ich denn da hochkommen? Sollte gehen, ne? Zumindest würde ich das jetzt mal behaupten. Oh, das ist das hier. Heißt gar nichts Gutes. So. Dann können wir gemütlich rüberlatschen. Okay. Mich mal was ausprobieren. Ja, da schiebt das nicht. Komm. Noch eine. Perfekt. Und das reicht mir jetzt. Nicht. Okay, habt. Es würde so theoretisch funktionieren. Unerhört. Was dieser Typ ist. Okay, und jetzt? Was genau macht der Abel? Gar nichts, ne? Supi. Sasa. So. Nicht gut. Komme ich hier irgendwie? Ich glaube schon, oder? Irgendwie komme ich hier hoch. Ah, ich weiß, was der Hebel macht. Aua. So. Was macht der Hebel? Oh, Hitzeschwall. So. So. Und. So, wieder hier oben. Und. Ja. Ich muss mir, glaube ich, das Ding holen, was ich abmontiert habe. Na toll. So. Ja.
erstmal mit. Anscheinend brauche ich sie ja. Ich wusste zwar nicht wie, aber okay. Vielleicht in die Richtung ist es besser. Aua. Okay, jetzt komme ich ein bisschen weiter nach oben. Aber immer noch nicht darüber. Okay, das geht, glaube ich, gar nicht. Jetzt, so. Perfekt. Wow. Böse, böse. So. Der magische Welt hat ein Menschenkönigreich weit im Westen erreicht. Sie haben eine Menge fette Schweine und leckere Schafe. Nie wieder Schnecken. Wir verstecken uns im Wald, greifen im Dunkeln an und klauen alle ihre Schweine. Und ihre Kuchen. Und ihre Kuchen, ihr Bier und ihre Frauen. Unser Bier? Das Einzige, das ihn interessiert, das Bier. Sonst gar nichts. Sonst einfach gar nichts. Schön. Auch sehr schön, ja. So. Okay, und jetzt... Okay, das geht nicht. Okay, die Kette ist zu kurz. Dann mache ich das Ganze so. Das ist halt ein bisschen ungünstig, aber... sicher irgendwie. Ja, danke. So, mal einfach oben halten. Nein, ich will das. Eigentlich reichen. Und was da noch? Und das andere will ich auch noch. Also, dazu muss ich das Ding ein bisschen hin und her schwingen wieder. So, und los geht's. Jawoll. Wo kommt
das Ganze, wo kommt die ganze Lava her? Komm. Komm. Nein. Niemand will das. Oh. Vielleicht hätte ich das Ding noch gebraucht. Ah nee, ich glaube, ich muss irgendwie... Warte mal kurz. Dickes Eis. Mein Hammer bringt hier nichts. Dein Hammer nicht, aber... Ich muss mal eben wieder hoch. So. Komm ich hier durch? Nein. Ja, dass das geht, war mir irgendwie... irgendwie klar. Kann ich mit ihr oben drüber springen? Nee. Okay, das bringt gar nichts. Okay, nein, das auch nicht. Oh shit, ich komme jetzt nicht mehr hoch. Ah doch, doch, doch. Jetzt, wo das Portal nicht mehr da ist, komme ich schon hoch. Mal das Portal wegziehen. Okay, so läuft das. Oh. Der Sommer ist weg mit all seinem Bann. Die süßen Blumen, der Sonne Segen, Blätter und Gras und dann warmer Regen. Und nun der Winter kommt schnell heran. Bald legt sich der Wind des Herbstes nieder. Die Tage werden dunkel und kälter wieder. Jeder Tag trüber. Und die Zeit wird müder. Aber Frühling ist in der Erd und kommet wieder. Ja. Naja. So. Also was? Okay, jetzt komme ich aber erst wieder nicht hoch. Okay, ich würde sagen, wir schmeißen das hier rüber. Dann rennt die Lava hier aufs Eis. Das hier hängen wir an dem hier. Ist ja verpackt, hm? So, das hängen wir hier an. Und das verwenden wir so und klatschen es einfach so vorne hin. Gar nichts. Ich klatsche mir auch einfach das da drüben hin. Und das da hier drüben. So unterhalb ein bisschen. Das geht nur in die andere Richtung. Hilft nicht unbedingt. Aua. Ach, Gott sei Dank, reicht doch. So gefällt mir das. So,
Wir montieren das jetzt einfach ab hier. Das ist auch erledigt. Das mit dem Fackelentzünden hat man hier auch nicht unbedingt benötigt, ne? Wow. Wow. Das andere kann ich mir jetzt hier hochstapeln, oder was? Echt das? Ja. Okay, da ist was zu lesen. Liebe Isabel, es ist für uns beide das Beste, wenn du für eine Weile hier bleibst. Ich beabsichtige, Königin zu sein. Ich kann das viel besser als du. Versuch nicht zu fliehen. Du wirst während deines Aufenthaltes hier gut versorgt werden. Rosebud. Als die Helden den Brief lasen, verstanden sie plötzlich das Schicksal des Königreichs. Rosabel hatte Isabels Platz als Kronprinzessin eingenommen. Aber etwas ist falsch gelaufen und ihr Königreich endete in Ruinen und unter der Herrschaft der Kobolde. Diese Zauberin, sie wird mit dem Ende meines Schwertes Bekanntschaft machen, wenn sie es wagt, sich noch einmal zu zeigen. Aber alle haben Isabel so gemocht, ne? Okay, das hält sich hier nicht in der Waage, dann passt's. Ach du Heilige, ein Mammut. Hier bin ich. Alter. Oh, nicht das. Nein, Alter. Oh, das ist ungünstig. Sollen wir den oben erledigen irgendwie? Also wenn du mit der Marke übrig bist, dann habe ich ein Problem. Hm, sag's mir. Gott sei Dank, Alter. Und zwar Fähigkeitspunkte. Ja, irgendwas kann ich damit schon kaufen, aber... Dieser vereiste Abhang wird unser Tod sein. Das denke ich auch, ja. Schon. Wieder hoch. Ah, geht doch. Da. Warte. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, aufgebarst. Oh, das gefällt mir gar nicht. Nein. Ich ihn einfrieren? Ja, vermutlich nicht, ne? Ist nicht. Ist ja ein Frosty, ne? Hey du! Nimm das! Da mit dem Hammer. Zum Schluss. Muss ja auch ein schöner Abschied sein, also. Er fühlt sich jetzt auch sicher viel besser.
Ah, und? Was? Bin ich jetzt auf die Blume hoch, oder was? Ja, anscheinend. Der Pfad ist hier zu Ende. Und es ist ein langer Weg nach unten. Jetzt kommt hier der Shrine. Oh. Wie soll ich nun entkommen? Hilf mir, kleiner Baum. Lass deine Zweige lang und stark werden, damit ich weiterkomme. Isabel? Sie hat den Baum wachsen lassen. Wie mit Magie. Das will auch eine kleine Hexe sein, ne? Und tschüss. Die Helden hatten herausgefunden, dass Isabel in der Tat Rosabels Schwester war. Die Reise zurück zu Rosabels Haus führte das Trio an der Seite eines Berges herunter und durch gefährliche Spukwälder. Dann kamen sie schneller voran. Es schien, als würde der ganze Wald lebendig werden und ihnen helfen, sicher hindurchzukommen. In der Hoffnung, Rosabel überraschen zu können, steigen sie über den versteinerten Baum zu einem Balkon. Ja, so wie es aussieht, werden wir Isabel bald... Oh, hier. Begegnen. Stürmen Alter. Wir das Versteck! Alter, sieht das geil aus. Ach, du Heilige. Oh. Was? Ja. Die böse Schwester. Das ist irgendwie traurig. Sie sehen so glücklich zusammen aus. Wartet, da ist etwas hinter dem Bild. Seht mal. Ein Geheimgang. Ein Spiegel. Schon wieder. Lass mir den Magier durchgehen. Er kennt sich damit aus. Nehme ich mal an. Prinzessin Isabel! Eure Ritter sind hier! Wacht auf, Eure Majestät! Könnt ihr uns hören? Seid ihr verletzt, Prinzessin? Wir werden euch gleich befreien. Die Helden schrien und riefen nach der Prinzessin, doch erwachte sie nicht aus ihrem todesähnlichen Schlaf. Sie kann uns nicht hören. Sie scheint bewusstlos zu sein. Natürlich der Schlafzauber. Er ist nahezu unumkehrbar. Ihr solltet nicht hier sein. Das Seelenartefakt ist also an euch drei gebunden. Ich frage mich, was passiert, wenn ihr alle sterbt. Das Artefakt wird dir niemals helfen. Damit kommst du nicht durch, wie auch immer dein übler Plan aussieht. Schweigt, Gesindel! Es war nicht meine Absicht, dass der Wald Isabels Macht stiehlt. Aber mit eurem Artefakt kann ich dieses Land wieder in Ordnung bringen. Zuerst muss ich euch drei loswerden. Lasst mich euch mein kleines Haustier vorstellen. Oh, das will ihm auch. Das wäre der Drache, ne? Oh, cool. Oh nein! Nicht der Drache! Ja. Sehr cool, ja. Gefällt mir. Okay, und jetzt? Alter. Okay, meine Lieben. Ich glaube, den Kampf mit dem Drachen werden wir uns vermutlich beim nächsten Mal stellen. Ich speichere das Ganze mal für euch. Und ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Also, ciao bis dann und viel, viel Spaß und beim nächsten Mal erwartet euch ein wunderschöner Kampf gegen den Drachen und vermutlich auch gegen Isabel. Rosabel. Und dann befreien wir hoffentlich Isabel. Alter, so wie der Bells. Ob das keine Bella heißt. Ja, also, ciao bis dann, baba.